Leute, wie geht es euch? In letzter Zeit wimmelt es im Internet von unterschiedlichen Videos mit paranormalen Erscheinungen, fliegenden Stühlen und sich bewegenden Gläsern, sowie selbstfahrende Fahrräder. Fall to the master. Haha, es ist wirklich lustig. Habt ihr es gesehen? Erst begann der Hocker sich von alleine zu bewegen und dann wurde er wie durch einen Windstoß weggefegt. Ist es vielleicht ein viraler IKEA-Werbespot? Aber wenn eure Stühle urplötzlich anfangen, sich ohne jegliche Nylonschnur, die an ihre Beine gebunden ist, zu bewegen oder gar durch die Gegend zu fliegen, verheißt es auf jeden Fall nichts Gutes. Wenn ein TV-Interview zu langweilig wird, wobei die Zuschauer trotzdem unterhalten werden müssen, sollte man ein Gespenst um Hilfe bitten. Es könnte zum Beispiel direkt während der Aufzeichnung des Gesprächs ein Glas Wasser bewegen. Es wäre gar keine schlechte Option. Die Einschaltquoten dieser Sendung sind bestimmt in die Höhe geschossen. Aber warum haben die Beteiligten nicht einmal gezuckt? Und für wen war eigentlich das dritte Glas Wasser vorbereitet? Ihr würdet wahrscheinlich auf den Kameramann tippen. Oder hat hier tatsächlich ein Gespenst seine Finger im Spiel? Dieses Video ähnelt eher einem Ausschnitt aus einem Horrorfilm, der von Angriffen mystischer Wesen in einer engen Gasse handelt. Ist es euch aufgefallen, wie gerade das Fahrrad am Bordstein entlang gefahren ist? Wartet mal, soll es etwa heißen, dass Gespenster sich inzwischen zutrauen, private Fahrzeuge direkt vor einer Überwachungskamera zu klauen? Das geht ja wohl gar nicht. Es sieht so aus, als ob die Geister nicht nur mit dem Fahrrad, sondern auch mit dem Motorrad gerne fahren würden. Allerdings halten sie sich dabei nicht an die Verkehrsregeln. So nach dem Motto: Warum sollte man sich das Leben noch schwerer machen, wenn man unsichtbar ist? Ist es euch aufgefallen, dass im Video kein Wind zu sehen ist? Guckt mal, die Bäume bewegen sich gar nicht. Das Rollbett hätte von starkem Wind in Bewegung gesetzt werden können. Aber es gab gar keinen Wind. Die Aufnahme wackelt allerdings ziemlich stark, was an einem Erdbeben gelegen haben könnte. Oder derjenige, der den Bildschirm gefilmt hat, konnte die Kamera nicht gerade halten. Aber was hat denn das Rollbett in Bewegung gesetzt? Bestimmt ist der Dachboden eines jeden Hauses ein ziemlich mysteriöser Ort, denn genau dort werden alte Sachen gelagert, die man erstmal nicht wegschmeißen möchte. Manchmal können vom Dachboden komische Geräusche kommen. Aber nur diejenigen, die über eine Kamera verfügen, wissen mit Sicherheit, was dort in Wirklichkeit vor sich geht. In diesem Büro scheint der Geist eines zu Unrecht gefeuerten Mitarbeiters zu toben. Denn wer sonst sollte mit Papier um sich schmeißen? Es läuft einem kalt den Rücken runter, wenn man sich vorstellt, dass sich jemand am nächsten Morgen auf den Stuhl setzen muss, mit dem vorher ein verärgerter Spuk gefahren ist. Dieses virale Video, das im Herbst 2017 in einer Schule in der irischen Stadt Cork gefilmt wurde, ist blitzschnell verbreitet worden. Kein Wunder, denn man sieht nicht alle Tage, wie ein unsichtbares Gespenst mitten in einem Schulhof die Sau rauslässt. Es ist wohl dieselbe Schule wie im Video von vorhin. Die Schulleitung sollte sich langsam mal Gedanken darüber machen, einen Geisterjäger zu arrangieren. Oder einen Exorzisten. Vielleicht sind es nur harmlose Streiche von Leprechauns, denn die Schule befindet sich ja in Irland. Was geht in diesem Supermarkt vor? Ist es ein fliehender Einkaufswagen? Ist es euch aufgefallen, wie sicher er die Kurve hinbekam und geradewegs Richtung Ausgang fuhr? Wie ist es denn möglich? Von einem anderen Standpunkt aus gesehen, was würdet ihr davon halten, wenn solche intelligenten Einkaufswagen im Supermarkt euch hinterherfahren würden? Entschuldigung, wo kriege ich einen Geist, der mir beim Einkaufen helfen könnte? Und es gibt tatsächlich Leute, die solche Videos für echt halten. Und wie sieht es mit all diesen paranormalen Spielen aus? Was hat es damit auf sich? Wisst ihr was? Heute werden wir eins von diesen Spielen spielen. Denn es ist genau Mitternacht. Neulich habe ich mir den Film The Midnight Man angeschaut. Wer möchte den Midnight Man sehen? Tja, es ist alles getan.
Ganze 20 Minuten sind vergangen, aber ich sehe immer noch keinen mit... Du einen Block? Kann ich sie mir ausleihen? Du brauchst sie ja nicht mehr. Wenn ich mit diesem Nebenjob fertig bin, lege ich mir vielleicht einen YouTube-Kanal zu. Ja, das mit einem eigenen Videoblog ist eine ausgezeichnete Idee. Ich bin einfallsreich, witzig und kann gut schauspielern.